History ist kein Hit. Laut einer Umfrage interessieren sich nicht einmal 15% der Bevölkerung für Themen aus der Vergangenheit. Das Netz dürfte diesen Wert kaum verbessern. Mit Memen, Videoschnipseln, schnellen Shares und Likes fördert es eher das permanente Jetzt-Gefühl als einen ausgedehnten Rückblick ins Vergangene. Trotzdem glauben einige, das Digitale und das Damals gingen prima zusammen. Eine von ihnen ist Cornelia Standke. Ihre Smartphone-App namens Mobile Geschichte verrät die Lage von historischen Bauwerken und versucht mit kurzen, knackigen Texten die Generation WhatsApp an verflossene Zeiten heranzuführen. Ich habe die App entwickelt, um mehr Menschen zu erreichen und für Geschichte zu begeistern, weil das Interesse an Geschichte spürbar zurückgegangen ist. Und ich hatte das Glück, dass mich der Großvater meines Mannes begeistern konnte, mitgerissen hat, Geschichte zu erleben. Er hat es so fesselnd und packend erzählt. Und ich möchte dazu beitragen, diesen Trend des Desinteresses an Geschichte umzukehren. Es wäre eine tolle Möglichkeit, wenn mir das gelingen würde, mit der App. Nicht nur junge Menschen möchte die Hobbyhistorikerin ansprechen, sondern auch Familien. Kinder sollen möglichst früh erfahren, wie viel Abenteuer im Gestern wohnt. Seit 5 Jahren füttert die Unterfränkin die Datenbank der App. Mittlerweile hat sie deutschlandweit über 11.000 Objekte erfasst. Und weil Geschichte an den nationalen Grenzen nicht Halt macht, zeigt die App bereits jetzt historische Bauwerke aus 40 Ländern an. Mehr sollen bald folgen. Noch aufwendiger gestaltet sich die App Schlosspark Nymphenburg. Die Kunsthistorikerin Tanja Praske betreute deren 2 Jahre dauernde Entwicklung. Mit Hilfe von Augmented Reality zeigt die App einzelne Stationen im Lustgarten an. Der User bestimmt dann selbst, wie tief er dort, wo er gerade steht, in die Geschichte eintauchen möchte. Ich glaube nicht, dass man an History-Apps vorbeikommen wird, weil einfach das Nutzerverhalten, die Leute sind im Umgang mit Apps viel gewohnter geworden und auch gewohnt, über ihren Smartphones schnell da über ihre Inhalte oder über Interessantes zuzugreifen. Und im Prinzip muss auch eine Kulturinstitution die Inhalte dort vermitteln, wo sie zugegriffen werden wollen. Und auch Gamification, also die Verbindung von Funktionalität und Spiel, hat die Geschichts-Apps erreicht. Ein Schlosspark-Quiz will beantwortet werden. Und der User kann auf Fasanenjagd gehen, wie einst der Adel. Doch nicht alle History-Apps werden von den Nutzern auch angenommen oder gar weiterempfohlen. Der Kunsthistoriker und Medienentwickler Christian Gries glaubt, zwischen Entwicklern und Anwendern sei oft die Distanz zu groß. Ich denke, dass viele Inhalte nicht korrekt erzählt werden. Sie werden nicht mediengerecht erzählt. Sie werden womöglich zu aufwendig, zu techniklastig erzählt. Sie werden womöglich nicht zielgruppengerecht erzählt. Das sind Prozesse, an denen man arbeiten müsste, wo es mehr Verständnis fürs Publikum braucht. Möglicherweise heißt die Lösung, nicht eine App entwickeln, sondern mehrere. Jede für eine bestimmte Altersgruppe. Das allerdings kann die Entwicklungskosten in die Höhe treiben. Aufwendige History-Apps können dann schnell 80.000 Euro oder mehr kosten. Und auffindbar wird solch eine aufwendige Anwendung im riesigen App-Angebot dadurch noch nicht. Klassischer Fehler, der womöglich bei 80% aller bislang realisierten Apps gemacht wurde. Diese Produkte wurden fertiggestellt mit einem großen Kostenaufwand, wurden dann einfach auf die einzelnen Stores geschoben und man hat dann gedacht, jetzt wird sich das Publikum entdecken. Funktioniert aber nicht. Das heißt, man muss über diese Apps im Rahmen, man muss ein Marketing aufsetzen, um über diese App tatsächlich zu sprechen. Die Initiatoren der kostenlosen Schlosspark-App versuchten daher, digitale und althergebrachte Gruppenerlebnisse miteinander zu verbinden. Wir hatten einen Tweetwalk, wo wir Instagrammer und Blogger und Twitterer geführt haben für einen begrenzten Zeitraum. Und das wurde dann ins Netz sehr bekannt gemacht. Nach diesem erfolgreichen Pilotprojekt wünscht sich die Bayerische Schlösserverwaltung nun weitere Apps für ihre historischen Gebäude. Das würde auch endlich mal Zeit. Die USA und Großbritannien experimentieren schon seit Jahren erfolgreich mit History-Apps, während das Thema hierzulande immer noch Neuland ist.